Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir von einem Rare bekommen, den wir ein bisschen specialiger freischalten müssen. Und zwar haben wir einmal hier das Toy, die Super Panzer Khan Bande. Und dieses Toy gibt es einmal von einem Rare, und zwar der große Panzerkahn, der befindet sich hinter mir. Ich habe den gerade umgehauen, hat sofort das Toy einmal gedroppt. Ich vermute, es ist 100%. Sicher bin ich mir leider an dem aktuellen Zeitpunkt nicht. Also, da ich es beim ersten Mal gekriegt habe, vermute ich, dass ich, wenn dann lucky war, oder dass es halt 100% ist. Genau. Was macht das Toy, wenn ihr die Super, Superkahn-Bande beschwört? Folgt sie euch, während sie ihren Superwirbelangriff lädt. Okay, keine Ahnung, was das genau ist. Wir werden es jetzt mal einmal lernen und uns anschauen. Und danach erkläre ich euch mal, wie man den Rare hier freischaltet. Super Panzerkahn-Bande, jetzt aktivieren wir das. Okay, da haben wir dann einfach ein paar Schildkröten, die übereinander gesteckt sind, die rumwirbeln. Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe, kommen die mit mir? Ah ja, doch, die wirbeln mir nach. Hat so ein bisschen was von Ninja Turtles. Oder vielleicht sind es auch die Panzerknacker, wisst ihr, was ich meine, dass da die Anspielung drauf ist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein ganz nettes Toy. Das Ding hält eine Viertelstunde lang an, so wie es aussieht. Wenn ich jetzt aufmounte, was passiert dann? Ist es dann weg? Okay, also sie wirbeln da auf jeden Fall rum, fliegen können sie zumindest nicht. Aber es ist eine ganz witzige Angelegenheit. Okay, jetzt hauen sie irgendwo ganz wild ab. Wahrscheinlich, weil ich da vorhin hingeflogen bin. So, wo droppt das Ganze? Und zwar von einem Rare, der große Panzerknaten heißt der. Und der befindet sich hier unten auf den Koordinaten 38, 68. Hier ist es dann so, dass der nicht angreifbar ist, wenn er da ist. Er wird trotzdem als Rare angezeigt. Und dann gibt es einen NPC, der hier stehen muss und angelt. Für den gibt es unter anderem auch ein Achievement, das habe ich gerade eben erwirtschaftet und zwar unter 3 Minuten, sonst gratis. Da müssen wir nämlich einen Köder an Vargo ausliefern und zwar Vargo, die Geduldige, ist ein NPC, der hier dann steht und quasi angelt. Es kann auch sein, dass er da irgendwo da hinten steht oder sie besser gesagt. Wichtig ist, dass der NPC hier steht, angelt und dass der Panzerkahn hier quasi der Rare da steht und quasi nicht angreifbar ist. Dann müsst ihr nämlich einen Köder holen und diesen Köder gibt es auf dieser Insel hier im Azurblauen Gebirge auf den Koordinaten, was haben wir, 45, 54. Das könnt ihr einfach hier aufsammeln. Und das ist quasi eine Kiste, die steht da, die klickt ihr an mit irgendwie leuchtende irgendwas, Fisch heißt es. Das klickt ihr an, fliegt quasi wieder hier zurück zu der Dame, gebt den Köder ab und dann wird der NPC angreifbar, beziehungsweise er fängt dann euch an anzugreifen. Wenn ihr das in unter 3 Minuten macht, dann kriegt ihr dementsprechend noch das Achievement. Da habe ich auch schon ein Achievement-Guide-Video aufgenommen für. That's it quasi und ja, mehr ist es tatsächlich aktuell nicht. Jetzt würde ich sagen, weil ich mir ja wie gesagt nicht ganz sicher bin, vielleicht gibt ja WoW Head was noch her. Aktuell ist es noch relativ am Anfang der Expansion, deswegen kann es natürlich sein, dass da noch keine Daten vorhanden sind. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal nach. Okay, also WoW Head sagt, der hat eine 62%ige Chance. Ja, da ist oft immer auch so ein bisschen Fehlinformationen oder Leute, die das Toy vielleicht schon haben. Ich vermute mal, dass es 100% ist oder zumindest eine sehr, sehr hohe Chance. Ne? Also 62% klingt schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. Gut, damit wären wir am Ende von dem kleinen Toy-Video. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mich positiv bewerten, wenn euch das Ganze geholfen hat. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.